Meine Wahl fiel auf Erna Weißenborn. Aus dem Grund, dass ich sie überhaupt nicht kannte. Auch der Name sagte mir gar nichts. Und so sah ich das eben als Chance. Wenn ich einen Comic über sie zeichnen muss, dann werde ich sie ja wohl etwas kennenlernen. Zunächst habe ich Wikipedia-Artikel gelesen. Dann bin ich auf einen Film gestoßen. Eine Frau schreibt ihren Weg von Martina Fluck, ein Dokumentarfilm über Erna Weißenborn. Martina Fluck habe ich angeschrieben, sie hat mir den Film geschickt. Ein sehr interessanter Film, wo man auch viel über Heide erfährt aus der Zeit. Also Erna Weißenborn hat von 1898 bis 1973 gelebt und seit dem 10. Lebensjahr war sie eben in Heide. Und in diesem Film kommen sehr viele Zitate aus einem Buch vor, und zwar aus der Autobiografie von Erna Weißenborn. Und die konnte ich mir noch antiquarisch erwerben. Die habe ich dann durchgelesen mit sehr viel Vergnügen und gemerkt, ja, Erna Weißenborn ist nicht umsonst sehr bekannt gewesen, wenn auch nur für einen gewissen Abschnitt, Zeitabschnitt. Sie kann wirklich sehr schön schreiben und hat so schöne Geschichten über ihr Leben in dem Buch festgehalten. Ja, ich bin dann eigentlich so vorgegangen. Wie gesagt, hier sieht man so ein paar Zeichnungen. Wie ich sie erstmal, wie sieht sie überhaupt aus? Es gibt ja doch einige Fotografien auch von ihr. Wie waren so die Kleider in der Zeit, wo sie Kind war? Wie waren die Leute angezogen? Und ich habe auch über Heide mir extra noch ein Buch besorgt, um vielleicht hier noch ein bisschen die Vergangenheit wiederzufinden. Da ist ja doch vieles verschwunden aus der Zeit, in der Erna gelebt hat. Und dann habe ich die so ein bisschen nach dem, was mir am meisten hängen geblieben ist von der Autobiografie, das habe ich irgendwie versucht, in diese Doppelseite hineinzukriegen. Natürlich nur, letztendlich sind es ja nur zwei Anekdoten geworden. Und zusammen in der Kombination ein bisschen mit diesem Gelästere, was auf dem Land ja oft überhand nimmt, unter dem die Mutter, wie es in dem Buch auch geschrieben wird, sehr gelitten hat. Denn sie waren ja Zugezogene aus der Großstadt. Ja, ich habe das Ganze auf dem iPad gezeichnet.